Starke Verben bilden ihre Präteritalform nicht wie die schwachen Verben mit einem Dentalsuffix, sondern mit dem Ablaut. Der Ablaut ist ein systematischer Wechsel des Stammvokals und das haben wir auch heute noch in Formen wie schwimmen, schwamm, geschwommen. Der Ablaut lässt sich bis ins Indoeuropäische zurückverfolgen und ist sprachgeschichtlich auch keinesfalls unregelmäßig, was wir heute manchmal durch die Bezeichnung unregelmäßiges Verb implizieren. Auf die sprachgeschichtlichen Hintergründe werde ich hier nicht so genau eingehen, aber wenn euch das interessiert, guckt doch gerne mal auf dem Kanal Picky Ponymation vorbei. Da soll es nämlich bald auch ein Video zum Ablaut geben, habe ich gehört. Wie man an dem Beispiel schwimmen, schwamm, geschwommen sehen konnte, gibt es den Ablaut also auch noch heute. Die mittelhochdeutschen Formen aber weichen teilweise vom Neuhochdeutschen ab, denn im Mittelhochdeutschen wurde noch zwischen Singular- und Pluralpräteritum unterschieden. Das sehen wir heute eigentlich gar nicht mehr, sondern nur noch in so veralteten Formen wie er ward und sie wurden. Wenn man sich jetzt den Ablaut anguckt, gibt es wiederkehrende Muster des Wechsels. Diese Muster wiederum werden danach unterschieden, in welcher lautlichen Umgebung der jeweilige Stammvokal steht. Und diese Muster finden wir in den sogenannten Ablautreihen. Es gibt im Mittelhochdeutschen insgesamt 7 Ablautreihen. Die werde ich jetzt, wie gesagt, nicht alle sprachgeschichtlich herleiten, sondern einfach der Reihe nach kurz vorstellen, damit ihr es mal gehört habt und dann auch wisst, wo ihr nachschlagen könnt. Beginnen wir also ganz vorne mit der ersten Ablautreihe. Ein Beispiel für ein Verb der Ablautreihe 1a ist griefen, also greifen. Hier sehen wir, dass der Stammvokal im Infinitiv und im Präsens ein langes I ist. Also griefen, ich griefe, wir griefen. Im Singularpräteritum ist der Stammvokal dann ein Diphthong, nämlich A, wie in grave. Und im Pluralpräteritum haben wir ein kurzes Ö, wie in griffen. Der Stammvokal des Partizipspräteritum ist hier wiederum der gleiche wie im Pluralpräteritum, wieder ein kurzes Ö, in gegriffen. Die Ablautreihe 1b wiederum kann vorliegen, wenn der Stammvokal vor R, W oder R steht. Vor diesen Konsonanten wurde der Stammvokal im Althochdeutschen nämlich von einem Diphthong I zu einem langen E monophthongiert. Und das haben wir eben auch noch im Mittelhochdeutschen. Ein Beispiel für ein Verb der Ablautreihe 1b ist liechen, also leihen. Im Infinitiv und Präsens haben wir ein langes I in liechen, lieche und liechen. Im Plural- und Partizippräteritum ein kurzes Ö wie in lichen und gelichen. Aber im Singularpräteritum eben nicht den Diphthong A, sondern ein langes E, also lech. Kommen wir nun zur Ablautreihe 2. Hier sehen wir aber, dass sich teilweise auch die Präsensformen voneinander unterscheiden können, je nachdem, ob es die Singular- oder die Pluralform ist. Haben wir im Infinitiv und im Pluralpräsens nämlich einen Diphthong ie, wie in biergen, wird die Singularpräsensform mit einem langen Ü gebildet, wie ich büge. Auch im Singularpräteritum haben wir einen Diphthong, nämlich O wie in boke, im Pluralpräteritum den Monophthong U wie in buggen und im Partizippräteritum ein kurzes O wie in geboggen. In der Ablautreihe 2b sehen wir, dass schon wieder was monophthongiert wurde. Im Althochdeutschen nämlich wurde der germanische Diphthong au zu einem langen O monophthongiert. Allerdings nur vor den Dentalen t, d, s und s sowie dem Frikativ ch. Das war auch noch im Mittelhochdeutschen so, deswegen unterscheiden sich die Formen des Singularpräteritums. In der Ablautreihe 2a haben wir wie gesagt noch den Diphthong vorliegen, hier o, vor einem Dental wie t, wurde aber im Althochdeutschen ein o daraus. Deswegen heißt es auch noch im Mittelhochdeutschen Boot. Der Rest ist aber gleich. Infinitiv und Pluralpräsens bierten, Singularpräsens büte, Pluralpräteritum butten und Partizippräteritum gebotten. Zu der Ablautreihe 3a zählen solche Verben, auf deren Stammvokal ein Nasal, also m oder n, und danach noch ein anderer Konsonant folgt. Im Infinitiv haben wir hier ein kurzes Ö, wie in binden, ich binde, wir binden. Im Singularpräteritum wird das zu einem kurzen A abgelautet, wie in Band. Und warum steht da jetzt auf einmal ein T und kein D mehr?
Naja, das ist eben die Auslautverhärtung. Und im Plural und Partizip Präteritum haben wir dann ein kurzes U wie in bunden und gebunden. Bei der Ablautreihe 3b folgt auf den Stammvokal eine andere Verbindung, nämlich von einem Liquid, L oder R, und einem anderen Konsonanten. Während wir im Infinitiv ein kurzes Ä vorliegen haben, wie in helfen, gibt es wieder eine Unterscheidung zwischen Singular- und Pluralpräsens. Im Singularpräsens heißt es nämlich zum Beispiel ich hilfe, also ein kurzes Ö. Im Pluralpräsens ist es wie im Infinitiv ein kurzes Ä, wie in wir helfen. Wie in Ablautreihe 3a haben wir im Singularpräteritum ein kurzes A, wie in half, und im Pluralpräteritum ein kurzes U, wie in hulfen. Anders ist es im Partizippräteritum, hier haben wir nämlich kein kurzes U mehr, sondern ein kurzes O in geholfen. In der Ablautreihe 4 folgt auf den Stammvokal keine Konsonantenverbindung mehr, sondern ein einfacher Nasal oder Liquid. Die Infinitiv- und Präsensformen sind genauso wie in Ablautreihe 3b, im Infinitiv nämlich ein kurzes Ä, zum Beispiel nehmen. Im Singularpräsens heißt es dann ich nimme, im Pluralpräsens wir nehmen. Im Singularpräteritum haben wir ein kurzes A wie in nam, im Pluralpräteritum ein langes wie in nahmen. Das Partizippräteritum wird schließlich mit einem kurzen O gebildet, zum Beispiel in genommen. Auch in der Ablautreihe 5 folgt auf den Stammvokal ein einfacher Konsonant, hier allerdings kein Nasal und kein Liquid. Ein Beispiel für Ablautreihe 5 wäre geben. Bis auf das Partizippräteritum gibt es hier genau das gleiche Ablautmuster wie in Ablautreihe 4, nämlich geben, ich gebe, wir geben, gab, gaben. Aber im Partizippräteritum ist es dann eben ein kurzes Ä, hier in gegeben. In Ablautreihe 6 und 7 gibt es jetzt keine Unterscheidung mehr zwischen der Form des Singular- und des Pluralpräteritum. Verben der Ablautreihe 6 haben im Infinitiv, Präsens und Partizippräteritum ein kurzes A, also tragen, ich trage, wir tragen und getragen. Im Singular- und Pluralpräteritum den Diphthong ur, wie in trug und trugen. Und wir kommen schließlich zur letzten Ablautreihe, nämlich der Reihe 7. Die fällt so ein bisschen aus der Reihe. Ihr lassen sich nämlich ehemals reduplizierende Verben zuordnen. Im Indoeuropäischen und Gotischen diente eine verdoppelte Silbe zur Perfektbildung. Die verschmolz dann im Laufe der Zeit mit der Wurzelsilbe. Und deshalb haben wir hier auch verschiedene Vokale im Infinitiv, Präsens und Partizippräteritum vorliegen. Beispiele für die siebte Ablautreihe wären fallen, rufen und stoßen. Bei fallen wäre es dann fallen, viel, gefallen. Bei rufen, rufen, rief, gerufen. Und bei stoßen, stoßen, stiers, gestoßen. Und als ob das mit den Ablautreihen nicht genug wäre, müssen wir bei den starken Verben auch noch den grammatischen Wechsel beachten. Bei manchen starken Verben folgen dem Stammvokal im Plural- und Partizippräteritum, nämlich andere Konsonanten als im Präsens- und Singularpräteritum. Das betrifft zum einen d und t. Das sehen wir zum Beispiel beim Verb lieden, was im Pluralpräteritum zu litten und im Partizippräteritum zu gelitten wird. Grammatischen Wechsel gibt es außerdem bei s und r. Ein Beispiel dafür wäre kirsen, also wählen, das im Singularpräteritum noch kos heißt, im Pluralpräteritum aber zu korn und Partizippräteritum zu gekorn wird. Und schließlich haben wir noch den grammatischen Wechsel von ch zu g, zum Beispiel bei ziehen und zog, was in anderen Formen zu zugen oder gezogen wird. Das war jetzt ziemlich trocken, ich weiß. Aber es ist einfach sehr wichtig zu wissen, wo man nachschauen kann, wenn man eine Verbform untersucht und sich nicht ganz sicher ist, was die denn jetzt bedeutet. Super ist natürlich für uns, dass heute noch ziemlich viel ähnlich ist wie im Mittelhochdeutschen. Das heißt, wir verstehen viele Formen intuitiv, ohne nachschlagen zu müssen. Aber die Ablautreihen stimmen nicht immer mit den neuhochdeutschen Formen überein. Zum Beispiel differenzieren wir ja heute nicht mehr zwischen Singular- und Pluralpräteritum. Und schließlich gilt es für uns noch sowas wie den grammatischen Wechsel mit zu beachten.